Tja, grüße meine lieben WrestleManiacs da draußen, heute zur NXT TakeOver Brooklyn 3 Review. Ich dachte mir, ich mache die Review gleich mal im Rahmen 1, 2, 3 frischer Infos, die ich gleich mal im Vorhinein gleich mal rausballern will und die eigentlich sehr, sehr wichtig sind. Also hört bitte kurz zu, bevor ihr vielleicht vorspult oder so, ist wirklich eine dringende Sache. Punkt 1, Two Count Sonntag, gibt es erst nächsten Sonntag wieder, weil sonst würde die Abo-Box heute mit 3 Videos oder so überfüllt werden. Und nachdem ich heute bis auf Wrestling im Prinzip nichts zu sagen habe, fällt das heute einfach mal flach dann für nächste Woche. Punkt 2, SummerSlam Live Reactions. Leute, ihr habt ja eigentlich wirklich Glück, ne? Jetzt mal ohne Scherz, ich bin vor, ich glaube, 2 Stunden oder so, kriege schon wieder Nachricht rein, vielleicht ist das wieder die Arbeit, dass ich morgen arbeiten muss. Ich hätte ja eigentlich Urlaub. Und ich muss morgen, weiß nicht, so wahrscheinlich normale Arbeitszeit, sage ich mal, 9 Stunden arbeiten. Das von morgens weg. Jetzt habe ich mich durchgerungen. Ich war jetzt wirklich lange im Überlegen und habe mir auch gedacht, okay, was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht einfach Live-Reactions nicht bringen. Weil erstens habe ich Bock auf SummerSlam, ist der zweitgrößte Pay-Per-View des Jahres. Zweitens habe ich ja schon im Prinzip im Upload-Plan gesagt, dass ich es bringen werde, aber das ist halt wieder was, sowas kann ich leider nicht vorhersehen. Jetzt ringe ich mich quasi dazu durch, zumindest, ich werde es zumindest probieren, Leute, dass ich die Nacht durchmache, also mir den SummerSlam live geben werde. Das heißt, ich weiß noch nicht, wann das SummerSlam kommt, die Reactions. Ich weiß nicht, ob sie kommen, ob ich heute einpenne, weil wenn ich, sagen wir mal so, einpenne bei 13 Matches, bei einem 6 Stunden langen Event, dann nochmal alles nachzuschauen, ungespoilert zu bleiben, den ganzen Tag, erst um 10 Uhr abends nach Hause zu kommen, sprich, ich kann somit, wenn ich es live schaue, muss ich sofort, nachdem der Event vorbei ist, und deswegen hoffe ich heute, dass es nicht in die Überlänge geht, dass ich sofort um 5 Uhr morgens loslegen kann mit dem Schneiden. Dann, wenn alles passt, kann ich bis 9 Uhr morgens mit dem Schneiden fertig sein. 9 Uhr muss ich weg. Dann könnte ich am Nachmittag in meiner Mittagspause könnte ich die Live-Reactions dann also fertig bearbeiten, hochladen. Wenn alles passt, nochmal, ich weiß noch nicht, wann sie morgen kommen. Ich weiß nicht, ob sie morgen kommen. Ich weiß nicht, ob sie generell kommen. Ich werde es nur probieren. Nur für die Leute, die gleich morgen um 9 Uhr früh wieder fragen, wo sind denn die Live-Reactions? Denn bei solchen Leuten, denen gehören beide Eier abgeschnitten. Sorry. Die was null Hirn haben und nicht verstehen, wie viel Arbeit das ist. Gerade bei WrestleMania. Ich bin, glaube ich, insgesamt 8 Stunden am Schneiden gesessen, weil mir dreimal auch das Schneideprogramm abgekackt ist. Also bitte morgen habt Geduld. Und wenn es nicht kommt, dann tut es mir zwar von Herzen leid, aber dann ist es leider nicht möglich gewesen. Ich werde dennoch mein Bestes probieren, dass sie kommen. Und ja, wenn sie kommen, dann sind Krüger und Carsten mit im Gepäck. Wir werden sich heute ansehen und ja, ihr müsst quasi dem Ganzen einfach Schicksal seinen Lauf lassen. Ich werde es genauso tun und ich hoffe einfach, dass ich erstens die Nacht überlebe, den Tag morgen überlebe, das Arbeiten, dass dann alles wirklich passt, so wie es ist. Und jo, drückt mir die Daumen, ne? Sollte alles klappen. Ich hoffe, dass alles klappt. Und der dritte Punkt, bevor wir mit der Review beginnen, dementsprechend, ich habe natürlich heute noch ein bisschen vorgepennt, damit sich das halt organisch besser ausgeht von der Zeit. Deswegen gab es auch heute nicht so wie üblich halt einen Livestream. Morgen wäre auch einer geplant gewesen, aber eben weil ich arbeiten muss, ist das auch nicht möglich. Das heißt, der nächste Livestream wird wahrscheinlich spätestens kommenden Sonntag dann wieder sein. Kann aber sein, dass ich am den kommenden Donnerstag schon wieder einen raushau. Mittwoch ist dann ja wirklich mein Urlaubsbeginn. Habe ich aber noch viel zu tun und Donnerstag dann vielleicht schon Livestream, aber spätestens kommenden Sonntag gibt es dann wieder einen Two-Count-Sonntag und einen Livestream, wo wir dann alles, wenn ihr möchtet, nochmal Revue passieren lassen können, das ganze Wochenende. So, das war das Infoteil, das Infomaterial. Nun kommen wir allerdings zur Review. Wir beginnen gleich mal mit musikalischen Hintergrund. Und zwar wurde die ganze Takeover-Show von einer, ich sag mal, ja, Hardcore-Metal-Band begleitet, die ich persönlich sehr abgefeiert habe. Ich bin ja so ein Freund der Musik, ich höre grundsätzlich ja alles, ich bin da sehr, sehr flexibel. Aber dieses etwas andere Opening, wo halt dann die Geschichte der ersten 2 Brooklyn-Takeovers eingespielt wurden und eben so ein bisschen Promo-Package für die aktuellen Matches an dem Abend, hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Und der Opener war dann eigentlich schon wie vermutet, das Match zwischen Johnny Gargano, aka Johnny Wrestling, gegen Andrade Cien Almas.
Das Match hatte alles, was ein Opener haben musste. Hohes Tempo, schönes Mat-Wrestling auch am Anfang und absolute geile Nearfalls, vor allem zum Schluss. Mit auch sehr geilen Storytelling dann in der Finish-Phase. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, endlich mal so eine richtig geile Breakout-Performance von Almas. Ne? Also ich wusste ja, dass er was drauf hat, aber jetzt konnte er es hier endlich zeigen und nicht auf diese 0815 Heel-Art mit die ganze Zeit irgendwie Pace rausnehmen. Nee, der hat einfach voll mit Johnny Gargano mitgehalten und die beiden gingen ein sehr, sehr hohes Tempo und für mich war das der beste Opener der Takeover-Geschichte. Mir fällt zumindest spontan kein besserer Opener ein in den letzten Jahren. Das war von vorne bis hinten einfach perfekt gewählt und gerade der Schluss dann, wo Selina Vega, glaube ich, die Managerin, die neue von Almas, die auf einmal Gargano kurz vorm Finish dieses DIY-Shirt zuwarf und Gargano dementsprechend ablenkte. Das war sowas von gut gemacht. Du schwächst hier keinen der beiden, stellst Almas stark da, weil der generell im ganzen Match gut aussah, aber auch Gargano, der sowieso der MVP des Matches war. Super, mehr kann man von Opener nicht verlangen und ich würde da sogar zwischen 4 oder 4 ein Viertel Sterne geben. Matchguide für die Leute, die sich wundern, sind dann bei den Live-Reactions in der Videobeschreibung. Also solltet ihr die Live-Reactions noch nicht gesehen haben in eurer Subbox, ist auf jeden Fall schon auf meinem Kanal, könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr Bock dazu habt. Als nächstes kam das NXT Tag Team Title Match zwischen den Office of Pain, Akeem und Rizar und Paul Ellering gegen die Fraktion Sanity. Hier im Gepäck Alexander Wolf, Eric Young, Killing Dane und Nikki Cross. Und was soll man sagen, das Match war genau das, was ich erwarten konnte. Was positiv ist, denn man konnte sich erwarten, Chaos, pure Zerstörung, absolut überall liegende Leichen. Das war super. Was man erwarten konnte, hat man bekommen. Office of Pain haben wieder einen guten Job gemacht. Lieber Martin Guerrero, ne? Ich verstehe nicht, warum man die so scheiße finden kann. Die machen das, was sie machen soll, machen sie gut, haben eine gute Ringpräsenz, kloppen alles kurz und klein und haben auch eine gute Portion Charisma, einen geilen Entrance auch, wie ich finde. Und für so ein richtig geiles Big Man Tag Team haben die alles, was man braucht. Klar, sie sind jetzt keine Techniker vom Herrn und können sich durchaus noch steigern. Aber ob man sie hassen kann oder grundsätzlich denen nichts abgewinnen kann, obwohl sie sich sichtlich gesteigert haben in den letzten Monaten, das verstehe ich jedoch nicht ganz. Und Sanity hat sowieso einen guten Job gemacht in dem Match. Und das war, wie gesagt, auch das, was man hier erwarten konnte, war super. Vor allem die Schlussphase, wo halt Nikki Cross aufs Top Rope stieg, dann ich glaube auf Rizar mit dem Crossbody runterkam, Rizar fing sie auf, dann kam Killian Dane von draußen, es gibt einen ja, Flying Crossbody durch so einen schräg aufgestellten Tisch durch. Also der Bump war ja auch nochmal geisteskrank. Und vor allem, dass Alexander Wolf hier wirklich das größte Showcase bekomme. War, im Prinzip war es ein Showcase-Match für Wolf, der erstens den Pin einfahren konnte und der im ganzen Match präsent war, tolle Aktionen zeigen konnte, ein German gegen Akeem und ich glaube ein Exploder gegen Rizar oder umgekehrt, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber da waren ein paar geile Aktionen dabei, Eric Young mit einem richtig geilen Top-Rope-Elbow. Super, wirklich super, auch ein paar tolle Tag-Team-Aktionen von den AOP gab es hier an dieser Stelle. Geiles Match, absolut nice und jo, worüber sich wahrscheinlich die meisten gefreut haben, wir haben den allerersten gebürtigen deutschen WWE-Champion. Es gab nämlich einen Titelwechsel. Alexander Wolf und Eric Young holten sich hier die NXT Tag Team Champion Gürtel mit, ja, unter großem Beifall, unter großen Pops auch vom Publikum. Die haben das sicherlich oder sichtlich auch gefeiert. Doch das war noch nicht ganz vorbei, denn bei der Celebration kamen auf einmal Bobby Fish und Kyle O'Reilly, aka Red Dragon, ehemaliges Ring of Honor Tag Team oder auch bei New Japan waren sie auch schon. Und haben die mal um Ohren verkloppt und haben da klargestellt, hey, wir sind auch da, wir würden gerne mal Anspruch erheben auf die Gürtel. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, die wurden ja hier, also Red Dragon, ziemlich abgefeiert, obwohl sie als Heels dargestellt wurden. Sanity eher gerade frisch Face geturnt oder zumindest Tweener. Bin mal gespannt, wie man das in den nächsten Wochen handeln wird und vor allem, wie es auch mit den Office of Pain weitergeht. Denn das sah irgendwie schon so aus, als würde man die vielleicht ins Main-Roster hochziehen, eher dann zu SmackDown, weil SmackDown braucht dringend glaubhafte Tag-Teams, vor allem wenn dann New Day vielleicht beim SummerSlam verteidigt, dass es dann Office of Pain gegen New Day gibt, wäre sicherlich auch eine interessante Geschichte auf jeden Fall und da kann man auch in den nächsten Wochen sowohl in den Main-Shows als auch bei NXT sehr, sehr gespannt sein. Als nächstes kam dann das, ja zumindest von meiner Seite auch meist erwartetste Match des Abends und zwar kam es zum Aufeinandertreffen von Hideo Itami gegen Aleister Black.
Ja, war ein ziemliches Kick and Slap Fest, ne? Also da war, das war hier bisschen, die wollten so ein bisschen G1-Feeling reinbringen, hatte ich so das Gefühl. Kam natürlich jetzt nicht ganz so rüber, aber es war ein sehr, sehr stiff geworktes Match. Alistair Black fing auch im Laufe des Matches auch an zu bluten. Hideo Itami hatte so ein bisschen Mindgames gespielt, indem er Alistair Black so ein bisschen gemockt hatte, also sich auch zum Schneidersitz hingesetzt hatte und so gesagt hat, ja komm her, was willst du eigentlich von mir, du Horst? Und ja, war ein abwechslungsreiches Match, fand auch gut, dass man den Go-To-Sleep von Itami ein bisschen protected hat, weil er ihn gar nicht durchbrachte, also wurde gar nicht gezeigt, während der Black Mass von Alistair Black im späteren Verlauf des Matches einmal durchging, wieder mal punktgenau saß, also Props auf jeden Fall Alistair Black, der jedes Mal den Kick so genau perfekt trifft und somit ist Alistair Black hier als Gewinner vom Wrestling-Platz gegangen und das auf jeden Fall zu Recht und ich bin mal gespannt, ob man den auch ins Main-Roster hier hochzieht oder ob man den dann früher oder später mal um den NXT-Title fädeln lässt. Wir kommen zu meinem persönlichen Match of the Night. Holy fuck, was haben die beiden Damen da hier abgeliefert? Das war nicht mehr feierlich. Die Rekord-Championess Asuka verteidigt den Titel gegen Ember Moon. Und ja, viele haben sich ja aufgeregt, Vorsicht Spoiler, dass Asuka den Titel verteidigt hat. Ich fand das jetzt nicht ganz so schlimm. Ich werde auch später nochmal erläutern, warum. Zum Match selbst. Das war für mich das beste Frauenmatch in der WWE-Geschichte. Jetzt rein vom Wrestlerischen her, vom Emotionalen und vom Storytelling war vielleicht Bayley gegen Sasha Banks und Brooklyn 1 noch besser. Aber so summa summarum würde ich die beiden so ex aequo auf Platz 1 stellen. Also vom In-Ring-Technischen war das absolut sauber, harte Aktionen, das Publikum war so wie, also die Crowd war drin ohne Ende, gerade nach dem Kickout aus dem Eclipse von Ember Moon, wo ich persönlich nicht mehr damit gerechnet hätte, dass Asuka rauskommt, weil der Finisher eigentlich ziemlich ja, dominant auch dargestellt wurde, war so ein erster Schockmoment, auch Ember Moon konnte es nicht glauben, deren Mimik mir übrigens sehr gut gefiel, gerade zum Schluss, als sie immer und immer und immer mehr verzweifelte, was soll sie denn noch alles machen, dann gab es ein Crossbody, wo sich Asuka vom Ref schützen ließ, Asuka rollte durch, probierte mit einem Cover, mit an der Hose anziehen, ne, das, den Sieg durchzubringen, der Referee sah das aber dieses Mal, und Ember Moon probierte halt wirklich diese Ablenkung zu nutzen und brachte einen Superkick durch. Da glaubte ich auch, das ist es endlich, aber nein, dann kam Asuka wieder raus. Und als sich Ember dann so runterlehnte zu einer sichtlich erschöpften Asuka, jo, gab es auf einmal wieder einen Cross-Armbreaker von ihr. Da konnte dann Ember Moon kurz Asuka auf die Schulter drehen. Es gab nochmal Nearfall, dann gab es den Asuka-Lock und dann gab es für Ember Moon leider Gottes kein ja, rauskommen mehr und somit durch das Austappen von Ember Moon verteidigte Asuka dann ja schon wieder, nochmal, den NXT Women's Champion Titel. Für viele überraschend, ich muss auch sagen, ich habe eigentlich ziemlich fest mit dem Titelwechsel von Ember Moon gerechnet. Ich fände es jetzt persönlich jetzt nicht ganz so schlimm, weil man jetzt noch verschiedene Varianten hat. Klar, es wäre eigentlich für mich der beste Zeitpunkt gewesen, den Titel endlich wechseln zu lassen. Asuka ist für mich allerdings in einer Rolle aktuell, wo sie wieder unterhaltsam ist, wie zum Beispiel noch vor ein paar Monaten. Und ich denke mal, das nächste Takeover-Event dann bei der Series in drei Monaten wird dann entweder ein letztes Aufeinandertreffen zwischen Ember Moon und Asuka kommen, vielleicht dann mit einer Stipulation oder so, kann ich mir durchaus gut vorstellen. Oder eben die Gewinnerin des Mae Young Classic bekommt quasi als Zusatzgewinn, zusätzlich zum Turniergewinn halt dann, ja, Number One Contender Spot zugesprochen für das nächste Takeover Event. Vielleicht ist es ja Kairi Sané, auch wäre ein Rematch. Zwei Asiatinnen, die mit die Besten der Welt, oder mit zwei der besten Wrestlerinnen eigentlich der Welt, die sich einfach nur auf die Omme hauen. Was willst du mehr, WWE-Herz? Und mal gucken, gibt es auf jeden Fall noch ein paar Möglichkeiten. Ein paar andere sagen auch, dass Asuka jetzt dann relativ zeitnah einfach den Titel vakantiert, damals wie es halt bei Paige auch war. Würde mich auch nicht stören, habe ich auch viele Leute von vielen Leuten die Meinung gelesen, die halt so gesagt haben, ja, aber es wäre doch halt für diejenigen, die Asuka entthronen, wäre das ein ultimativer Push. Das stimmt zwar, allerdings wäre es auch irgendwo ein würdiger Abgang, der womöglich gerade besten Wrestlerin der Welt, die einfach wirklich komplett ungeschlagen dann ins Main-Roster aufsteigt. Ich hätte mit keinen der drei, vier Möglichkeiten ein Problem, allerdings, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, es gibt bei, ich weiß nicht, ich glaube, Texas ist, oder Houston, Texas ist, glaube ich, der nächste Takeover bei der Series halt dann, soll es ein Leitermatch geben oder irgend sowas um den Dreh und dann dass sie Ember Moon hier den Titel holen, einfach weil Asuka mit dem Asuka-Loch sie nicht direkt zum Aufgeben
zwingen kann. Klar kann man das auch irgendwie drehen, dass sie, keine Ahnung, auf der Leiter irgendwie dann erschöpft oder so. Ist ja dann egal. Aber grundsätzlich muss ich jetzt einfach mal sagen, ich bin mit keinem der Szenarien, wäre ich unzufrieden. Und jo, Asuka verteidigt, wie gesagt, weiterhin den NXT Women's Champion Titel. Mal gucken, vielleicht kommt er immer unfrüh ins Main Roster. Kann auch sein. Übrigens, Match bekommt von mir 4,5 Sterne. Ne? Ist vielleicht für viele ein bisschen hochgegriffen. Allerdings hat Banks gegen Bayley für mich auch 4,5 Sterne bekommen. Und ja, sollte man ungefähr mit gleichem Maß messen, weil jedes Match auf ihre eigene Weise gute Stärken hatte. Und im Endeffekt fand ich es fast gleich stark. Deswegen wäre das irgendwie ungefähr, wenn ich es niedriger bewerten würde. Aber nur, damit ihr das ungefähr nachvollziehen könnt. So, kommen wir zum Main Event des Abends. Und zwar Drew McIntyre gegen den Champion Bobby Roode. Und es war ein typischer NXT TakeOver Main Event, ne? Also irgendwie in den letzten Jahren, es gab nie schlechte Main Events, aber sie kamen halt auch irgendwie alle nicht über die Note gut raus, ne? Also irgendwie gab es halt immer so 2-3 Matches bei den TakeOvers, die besser waren, und hier würde ich sogar fast sagen, dass alle anderen Matches besser waren als der Main Event. Wie gesagt, er war nicht schlecht. Er war halt wieder mal Bobby Roode-mäßig, das entspricht mir persönlich sowieso nicht meinem Geschmack, den ich gerne abfeiere, also der In-Ring-Stil. Aber es war halt wieder gut, vor allem die Schlussphase dann, wo es halt auch diese Tilt-A-Whirl-Aktion da gab, wo halt dann Bobby Roode das Ganze in den Glorious DDT verwandeln konnte. Es gab dann den Kickout, es gab einen Future Shock, es gab auch einen Kickout aus dem Claymore, beziehungsweise rollte sich nach dem Claymore Bobby Roode raus. Dann gab es eine weirde Aktion, wo der Ringrichter Drew McIntyre zurückhielt, obwohl es keinen Grund dazu gab, verstand ich auch irgendwie nicht. Und ja, es gab einen zweiten Glorious DDT. Er wollte dann, also Bobby Roode, wie bei Itami, noch einen dritten nachsetzen. Doch irgendwie, ja, gab es dann den Konter, gab einen Headbutt, es gab einen zweiten Claimer und Drew McIntyre holte sich somit den NXT Champion Titel. 3,5 Sterne gab es hier von mir zu dem Match. Wie gesagt, nichts Schlechtes, brauchen wir nicht drüber reden, aber für mich auch jetzt nicht das beste Match des Abends. Doch Leute, es sollte nicht vorbei sein, denn als bereits dieser kleine Abspann-Einspieler eingespielt wurde, wie es ja die WWE in letzter Zeit häufiger macht, um uns zu trollen, hörte man schon ein gewisses Raunen im Publikum und es wurde immer lauter und immer lauter und auf einmal standen Red Dragon am Apron und lenkte irgendwie Drew McIntyre ab. Auf einmal kam out of nowhere Adam Cole, baby! Ja, also die Gerüchte bewahrheiteten sich, nicht nur, dass er unterschrieben hat, das war anscheinend eh schon bestätigt, aber dass er auch hier in der Halle sei und er hat dann eingegriffen. Es gab den fetten Beatdown gegen McIntyre und ja, ich sag mal so, das Ring of Honor Stable stand dann zum Schluss oben auf und es wurde somit sofort eine Fehde eingeleitet. Und auch hier, wie bei den Offers of Pain, habe ich eben jetzt bei Bobby Roode das Gefühl, dass er relativ zeitnah ins Main Roster aufsteigt, weil ja Drew McIntyre im Prinzip ja sofort wieder neue Herausforderer vorgefunden hat. Und das wird auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. Jo, Fazit. Was soll man sagen? Fast eine glatte 10. Also ich habe 9,5 gegeben. Der halbe Punkt Abzug ist vielleicht, ja, wegen hier dem etwas schwächeren Mainer. Aber ansonsten, was willst du daran aussetzen? Alle Matches hatten auf ihre eigene Art und Weise einen guten Unterhaltungswert zu bieten. Irgendwie wurde hier so jeder Stil gefahren, den du fahren kannst bei jedem Match. Und deswegen war das eigentlich eine komplett runde Sache und gehört für mich zumindest zu den, ja, besten 3 Takeover-Shows, die es bisher gab. Neben Chicago und Arrival, glaube ich. Also Arrival, wo halt Sami Zayn auch den Titel gewonnen hatte gegen Neville. Ja, rundum gelungene Sache. Mehr ist dem Ganzen eigentlich nicht mehr hinzuzufügen. Eure Meinung würde mich natürlich auch interessieren, also schreibt es mir dementsprechend in die Kommentare, gebt ein bisschen Feedback ab. Daumen hoch würde mich wie immer sehr, sehr freuen, wenn ihr da lassen könntet auch. Und alle Infos zu sämtlichen Links meiner Seite, Instagram, Facebook, Twitter, Patreon, Twitch-Kanal, alles, was euch eventuell interessieren könnte, ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Also klickt euch da auf jeden Fall auch mal durch. Das soll es gewesen sein. Wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Sonntagabend oder Montagmorgen. Dementsprechend auch viel, viel Spaß beim SummerSlam. Und ja, wenn SummerSlam Live Reactions kommen, kommen sie. Ich kann noch nicht sagen, wann. Wenn es kommt, dann seht es in der Subbox, ne? Nur damit vorläufig Fragen gleich mal geklärt werden. Dankeschön, wie gesagt, fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Haut rein. Peace.